Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und heute mal wieder zu einem Kurbi-Set, und zwar einem Lizenz-Kurbi-Set, und zwar einem Skoda-Kurbi-Set, und zwar dem Skoda Kodiaq. Set Nummer 24572 in dem Maßstab 1 zu 35, 98 Teile, kostet knapp 12 Euro am Markt. Wenn wir uns die Verpackung so schön anschauen, haben wir hier oben einfach nochmal schön das Skoda-Logo, alles so ein bisschen auf edel getrimmt. Hier unten haben wir die Fakten von 0 auf 100 in 7,5 Sekunden. Der Motor hat 140 kW, Maximum Speed 211 km/h, 4 Zylinder. Dann die tschechische Flagge, was man ja eigentlich mit Skoda so verbindet, hat natürlich jetzt nicht mehr sehr viel damit zu tun, aber ihr wisst schon Bescheid. Dann haben wir hier nochmal ein paar Fakten, und zwar ist das Modell 6,5 cm breit, 4,5 cm hoch und 13 cm lang. Nochmal der Maßstab angegeben, nochmal hier die Credits für Kobi. Wer da vorbeischauen kann, will, kann das gerne machen. Hier der QR-Code und hier nochmal die Sicherheitshinweise, nicht 0 bis 3, recycelbar, grüner Punkt und das ganze Zeug eben. Unten haben wir auch nochmal den Langtext Sicherheitshinweise, den kennen wir glaube ich alle auswendig. Und dann würde ich sagen, machen wir das gute Stück doch mal auf, schauen uns mal die Teile an und dann baue ich das auf, zeige vielleicht nochmal ein, zwei Zwischenschritte und ich denke, dann werden wir heute viel Spaß haben. So, und nach dem Öffnen des Kartons wird uns natürlich offenbart, wir haben eine Anleitung, die schauen wir uns gleich noch an. Dann haben wir drei große Tüten voll mit Stein, eine kleine Tüte mit Stein und dann haben wir hier zwei Formteile, und zwar die Motorhaube. Finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Druck, sieht sehr gut aus, ist auch sehr wertig, die ist schön dick. Die Formteile beim Wartburg, die ich euch auch schon vorgestellt hatte, die sind relativ dünn gewesen. Das haben wir hier nicht. Hier haben wir zwar einen Angusspunkt, der relativ offensichtlich ist. Das kennen wir aber bei Kobi. Aber schön dick, schön wertig. Da hat man was in der Hand, auch vom Gewicht her. Und wir sehen das hier vorne, ein sehr schöner Druck, wirklich. Da hat mal wieder Kobi mit den Muskeln gespielt, um so einen Druck hinzubekommen. Und dann haben wir hier natürlich noch Kofferraum und die ganze Heckpartie. Auch sehr, sehr schöner Druck. Ich meine, schaut euch das mal an. Skoda Kodiaq ist drauf. Dann haben wir hier die Rückleuchten, das Kennzeichen, das Skoda-Emblem. Es ist einfach wunderschön. Also da zeigt einfach Kobi auch bei so einem billigen Set, was man eigentlich mit Drucken alles erreichen kann. Und das ist es dann keine Ausrede mehr von Lego, dass es ja das Set so billig ist und man da keine Drucke reinmachen kann, und dann ist das ein 50-Euro-Set und dann hast du bei Kobi bei einem 10-Euro-Set so einen Druck hier. Das brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Die Teile wahrscheinlich wieder gewohnte Kobi-Qualität. Ich habe sie natürlich noch nicht aufgemacht, aber das werde ich gleich noch machen. Ich denke, da werde ich nicht auf die Qualität eingehen müssen. Ich meine, wir reden hier, wie gesagt, von Kobi. Die Felgen finde ich auch sehr schön, die zeige ich euch dann aber auch nochmal im Detail. Und jetzt schauen wir uns, wie versprochen, mal die Anleitung noch kurz an. Die war leider so ein bisschen geknickt drin, aber sieht dafür trotzdem noch gut aus. Mal ein schweres Buch drauflegen und dann passt das schon. Hier zeigt man einfach nur noch mal die Teileanzahl, das Modell an sich, Kodiaq, Lizenzprodukt, blablablub. Dann haben wir hier trotzdem noch einen Stickerbogen drin beim Kodiaq. Ah, das macht leider nicht mit. Ihr wisst ja, leider gerade einhändig unterwegs. Den Stickerbogen schauen wir uns auch gleich noch dran. Der ist wahrscheinlich für die Seiten dann. Ja, das ist Seitenfenster und so. Weiß ich noch nicht, ob ich die drauf mache. Schauen wir mal. Und dann sehen wir hier gewohnte Kobi-Anleitung. Sehr hohe Qualität vom Druck. Sieht sehr gut aus. Wir haben hier immer ausgegraute Stellen, was gerade gebaut, was vorhin gebaut wurde. Und was gerade gebaut wird, ist dunkel. Das kennen wir alle. Gewohnte Kobi-Qualität, wie gesagt. Hinten haben wir noch ein bisschen Werbung für andere Modelle. Und dann würde ich sagen, bevor ich hier weiter mit einer Hand rumwurschtle und versuche euch das zu zeigen, kommen wir dann auch zum Bau, obwohl wir uns natürlich nochmal die Werbeseite anschauen können, mit dem Fabia Kombi und der Skoda Fabia R5 Racing Garage. Auch ein cooles Modell, können wir uns auch nochmal anschauen, wenn ihr Lust habt. So, jetzt schauen wir uns noch den Stickerbogen an. Es ist natürlich schade, wenn man solche coolen Drucke hat, dass man dann hier Sticker hat. Ich weiß nicht, ob ich sie drauf mache. Mal gucken, wie es ohne aussieht. Ich mag Sticker eigentlich nicht so sehr. Aber ich finde es bei so einem Set natürlich völlig in Ordnung vom Preis. Aber ich mag einfach, wie gesagt, ich mag Sticker nicht so sehr. Ich bin da vielleicht auch nicht so der Feinfiligrane, der das dann super aufklebt. Deshalb mal schauen, wie es ohne aussieht. Und dann schauen wir mal, wenn es da nicht so schön aussieht, dann machen wir es noch mit Sticker drauf, damit wir die Optik hier hinkriegen. Damit ihr einfach nicht sagen könnt, das Modell ist ja einfach hässlich und ich bin dann schuld, weil ich einfach die Sticker nicht drauf gemacht habe.
Dann würde ich sagen, fange ich jetzt an aufzubauen und wir sehen uns dann noch ein paar Bauschritten wieder, wenn ich nochmal allgemein ein bisschen was zu den Teilen sage und wie alles funktioniert. Und ich denke mal, wie gesagt, wir werden viel Spaß haben. So, wir sind jetzt hier schon mal relativ weit fortgeschritten mit dem Unterboden. Die Teilequalität ist wirklich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, dass auch die Farbtreue vor allen Dingen von den Orange-Teilen zur Verpackung verblüffend gut ist. Also das ist mit das erste Modell von allen Herstellern, wo wirklich mal die Farbe, die man aus der Packung rausnimmt, sehr, sehr, sehr übereinstimmt mit der Farbe, die auf der Packung ist. Da bin ich sehr zufrieden damit und dafür gibt es schon mal einen ersten Daumen hoch. Dann haben wir noch mehr bedruckte Teile, wo Kobi die Muskeln spielen lassen hat. Und zwar haben wir hier vorne auch noch hier den Druck von der Stoßstange oder vom Stoßfänger. Sehr, sehr schöner Druck. Und auch die Frontscheibe ist bedruckt. Sehr schön. Hier schön mit dem Orange bedruckt, die Scheibenwischer bedruckt. Man muss zwar sagen, dass der Druck hier mit dem Orange nicht so ganz übereinstimmt. Die Frage ist halt dann, wie offensichtlich wird das im Modell oder wird's, oder relativiert sich das dann, wenn auch ein dunklerer Hintergrund hinter dem Orange ist? Das sehen wir dann. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich bisher sehr zufrieden. Es macht wieder sehr viel Spaß. Es ist Kobi. Wir wissen, ich bin auch ein Kobi-Fan generell. Ich werde jetzt auf jeden Fall so weit bauen, bis wir die Formteile ranmachen. Dann zeige ich es euch nochmal ohne Formteile. Dann zeige ich es euch am Ende nochmal mit Formteile, sagt natürlich nochmal meine Meinung und ob ich es euch empfehlen kann. Und ich denke, wir werden weiterhin viel Spaß haben. Mein mini kleines Edit, ich habe ja gerade noch die Teilequalität gelobt, die lobe ich auch weiterhin, die ist sehr gut. Aber hier haben wir tatsächlich mal einen kleinen Fehler. Und zwar haben wir hier ein relativ schlecht entgratetes Teil bei den Radkästen. Das muss ich auf jeden Fall nacharbeiten. Die anderen sahen besser aus, aber hier ist da eben der Fehler passiert. Kann natürlich jedem mal passieren, aber sollte eigentlich nicht sein. So, viel Spaß weiter. Wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 10, beziehungsweise haben jetzt auch schon einen Teil von Bauschritt 11 gebaut, weil diese Fliese hier wurde zum Beispiel erst in Bauschritt 11 gebaut. Das hat den Sinn, dass ich vorhatte, schon mal alles zu bauen, was nicht spezifisch für den Kodiak angefertigt ist, beziehungsweise erstmal alle Formteile wegzulassen und das, was baubare Lösungen sind, hier zu bauen. Das haben wir auch jetzt größtenteils, außer hier diese paar Fliesen. Diese Fliesen kommen einfach dann noch aufs Dach. Die werden dann hier so auf die Fenster gesetzt und bilden eben das Dach. Wie gesagt, außer die ist jetzt alles, was kein Formteil ist, beziehungsweise Kodial-spezifisch schon rangebaut. Und klar, es sind viele Formteile und auch Kodiak-spezifische Teile, wenn wir das jetzt anschauen. Ich meine, die Reifen nehmen wir jetzt mal raus, aber sonst sind das natürlich viele Formteile. Aber das weiß man davor, wenn man im Maßstab 1 zu 35 ein Auto baut, was auf der Verpackung so hier dargestellt ist mit 98 Teilen. Das ist ja nun völlig logisch, dass man da auch viele Formteile braucht. Und ich finde, dass da ein sehr schöner Mix von Kobi gegangen wird, dass man quasi am Ende diese Modelloptik hat, wie als hat man ein fertiges Modell gekauft, aber trotzdem auch noch viele baubare Lösungen hat. Und das sieht man hier eben, dass wir hier schön alles gebaut haben. Diese Rundung hier oben ist schön gebaut. Das sind alles Teile, Standardteile, auf die Sitze abgesehen, aber die sind ja auch in mehreren Autos drin. Sind das alles Standardteile, die hier verbaut worden sind und keine spezifischen Teile, die extra für den Kodiak hergestellt worden sind. Wir haben jetzt hier schon mal schön, was die Türen alles andeutet, die ganze Seite gebaut, und dann der Aufbau und natürlich hier vorne die Kodiak-spezifische Frontstoßstange und die Heckpartie, die bauen wir dann eben mit Formteilen ran, wie wir das ja schon gezeigt haben. Aber sonst sieht das hier wirklich schon sehr schön aus. Das sind ordentliche Teile, macht Spaß, die haben eine sehr gute Qualität. Wir haben weniger Anpasspunkte als in anderen Sets von Kobi. Das ist jetzt der einzige, der so richtig mal raussticht. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit den Teilen. Hab sehr viel Spaß damit. Bau den jetzt noch zu Ende. Mach noch die Formteile ran und ja, dann noch das Fazit, was ich eben von dem Auto halte, ob ich es euch empfehlen würde, auch für den Preis. Weil es ist schon eine Ansage, über 10 Euro für 98 Teile. Aber darüber reden wir natürlich gleich noch. Und damit ist der Skoda Kodiak von Kobi, die 24572, fertig gebaut. Und ich muss sagen, auch Kobi ist nicht perfekt. Das hat sich hier gezeigt. Und ich möchte euch auch sagen, unter welchen Umständen ich euch dieses Modell empfehle und unter welchen Umständen ich davon abraten würde. Wir kommen erstmal zu den wirklich guten Sachen. Wir haben die Superdrucke hier vorn und wir haben den Superdruck hier hinten. Das sind Sachen, die kann Kobi so und kein anderer Hersteller kriegt die in so einem Set unter und bringt die auf so einer Qualität. Dafür einen riesigen Daumen hoch. Das ist Kobi super.
Die Felgen finde ich sehr schön, wurden hier schön angefertigt, sehen gut aus. Perfekt. Wenn wir ihn uns so anschauen, es ist wie ein Revel-Modell, welches im Endeffekt aus Klemmbaustein gebaut ist. Wir haben die ganzen Formteile. Wer das nicht mag, kann das Auto nicht kaufen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Wer nicht auf Formteile steht, muss die Finger davon lassen. Aber das ist in diesem Maßstab nun mal nicht anders möglich. Was ich aber an diesem Modell wirklich zu kritisieren habe, ist einmal der Druck hier vorne an der Scheibe. Ihr seht das sogar auf der Kamera, dass die Steine hier, diese Fliesen, viel kräftiger orange sind als das, was hier auf der Scheibe gedruckt ist. Das ist sehr schade, da hat auch Kobi mal einen Druck versaut, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und dementsprechend gibt das schon mal einen Punkt Abzug. Also wer den wirklich so von vorne jetzt nicht schön findet, trotz der Farbabweichung, der kann das Modell nicht kaufen. Dem empfehle ich es nicht. Dann haben wir ein ganz großes Problem. Kobi hat ja in diesem Modell Sticker eingesetzt. Und ich muss sagen, ich hätte damit leben können. Ich hätte das nicht allzu schlimm gefunden, wenn es nicht ohne Sticker komplett voll idiotisch aussehen würde. Das Problem ist nämlich, dass wir dann hier durchsichtige Teile hätten und ab hier ist alles orange. Und das sieht schwachsinnig aus. Ohne Sticker ist dieses Modell hässlich und für niemanden zu empfehlen. Und wer ein Problem damit hat, die Sticker dort drauf zu machen, und eigentlich gehöre ich dazu, und ich habe sie nur drauf gemacht, weil es sonst wirklich hässlich gewesen wäre, dem kann ich das Modell nicht empfehlen. Und ich glaube, dass da einige Kobi-Fans dann sagen, alles klar, dann ist es nicht mein Modell und das kann ich vollständig verstehen. Das hat leider sehr viele Probleme, das Modell. Es ist teuer. Es ist ein Lizenzprodukt. Wer auf Skoda steht und mit den Fehlern leben kann und nicht der riesen Klemmbaustein-Fan an sich ist, sondern wirklich einfach nur diesen Skoda haben will, weil es ein Skoda ist, dem kann ich das empfehlen. Den anderen leider nicht. Das muss ich sagen, das ist schade. Ich habe noch nie bei einem Kobi-Modell das Fazit gehabt, dass ich es nicht empfehlen kann. Aber ich meine, es sieht auch mit diesen Stickern leider nicht so schön aus, dass ich es empfehlen könnte. Es ist sehr schade. Aber gut. Ich bin hier immer ehrlich, jede meiner Reviews ist ehrlich. Nur weil ich Fan von Kobi bin, würde ich euch das nicht empfehlen, obwohl ich es nicht gut finde. Und dementsprechend muss ich sagen, sie haben das schon viel besser gemacht, wie zum Beispiel beim Kübelwagen, Trabi. Zum Beispiel hier vorn. Da sehen wir doch, dass sie schaffen, im gleichen Ton zu drucken. Und hier haben sie gespart und zu wenig drüber gedruckt. Hier haben sie wahrscheinlich mehrmals gedruckt, deshalb ist die Scheibe, obwohl dahinter Trans Clear ist, genauso vom Farbton wie alles andere von dem Modell. Und das haben sie hier wahrscheinlich weggespart. Und das ist schade. Und dementsprechend muss ich sagen, es reicht nicht nur, ein Modell zu bauen mit einer Lizenz. Man muss dann auch abliefern. Kobi kann abliefern, aber hier haben sie es leider nicht getan. Deshalb muss ich sagen, allgemein kann ich es euch leider nicht empfehlen. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat, und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr dieses Modell auch schon gebaut habt. Euer Krieg der Steine.